vorbei an unseren Stallungen mit dem Getier. Und ich sehe, wir haben noch eine Viertelstunde. Das heißt, wir haben schon wieder eine Viertelstunde hinter uns gebracht. Für mich auch eine Möglichkeit, kurz mal einen Schluck zu trinken. Ja. So. Ja, über 64 ist gut. Einmal können wir erstmal auch wegpacken. Fisch nehmen wir wieder mit. Falls wir nochmal einen Ozelot sehen, nehmen wir den auch gleich mit. Aber jetzt erstmal auf in die Haie. Ah. Ja. So, guten Morgen. Nee, damit. Ach ja, das Gehen fällt einem abends deutlich leichter als morgens, muss ich sagen. Ach ja, gar nicht drüber nachdenken. Ist ja schon wieder mitten in der Nacht. Aber ja, für euch ist mir keine Nacht zu kurz, um noch ein weiteres Let's Play aufzunehmen. Aber jetzt sollte ich erstmal was essen, glaube ich. Bevor ich hier noch weiter schnagge. Aba, aba, aba. Steht hier nicht, wa? Nee. Schweine? Nee. Gucken einen zwar an, aber Melonen mögen sie nicht. Sehr komisch, der Schwein hier eigentlich, wie wir Allesfresser sind. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht detailgetreu umgesetzt wurde, aber gut. Man kann ja nicht alles erwarten. Ja, das sieht doch ganz gut aus, ne? Aber schon jetzt zeichnet sich ab, es wird nicht ganz reichen, ne? Überlege, wir haben jetzt... Uiuiuiui, was ist das passiert? War da doch noch vorbeigefallen. Es geht doch. Aber ja, es ist... ist ja nur ein kleines Problem. So. Genau, wenn wir nämlich erst runterfallen und dann... das Blatt setzen. Oh, wobei. Könnte. Am Ende fehlen noch 5 oder 6. Ja. Die Reihe kriege ich noch voll. Aber für die letzte Reihe fehlen dann noch ein paar. 6. Das war's. Und wie viele fehlen? 4. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber gut, die 4 holen wir uns noch. Und dann ist unser Feld auch schon ordentlich ausgestattet. Oh, und da spielen die Tintenfische. Putzig. Geronimo! So, zack. 1. Zählen wir alle mal laut mit, ne? Das könnt ihr alle noch aus der Vorschule. Oh. 2, 3, 4. Ja, reicht erstmal, aber wir brauchen das ja auch noch für die anderen Felder. Und jetzt ist die spannende Frage wirklich, ob man das Zeug auch züchten kann. Aber ich fürchte, wir müssen damit leben, was uns die Welt hier so bietet an Ressourcen an dieser Stelle. Sie sind nicht nachzüchtbar. Die Ebene hier können wir dann nochmal auffüllen, das Loch. Aber gut. Ja, und was hatte ich gesagt? 1, 2, 3, 4. Keins mehr da, aber es reicht. Man kann jetzt hier gemütlich drüber latschen. Und um die Gemütlichkeit in Klötzchen zu fassen, sollte ich jetzt vielleicht auch nochmal was anderes machen. Und zwar sollte... ja, eigentlich Zäune bauen. Und wie Zäune gehen, wissen wir ja inzwischen. Zum Glück. War ja auch schon mal so, dass wir es nicht wussten. Aber jetzt haben wir es raus. Den Zauntrick.
Das war jetzt auch eben einer meiner besten Tricks. Perfekt angewandte Selbstverwirrung. Aber ja. Zäune, Mann, sind Zäune holzintensiv, Alter. Das geht ja gar nicht. Naja, gut, was soll's. Auf jeden Fall sind sie schon mal 18 an der Zahl. Das heißt, wir könnten ja hier hinten schon mal zumachen. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch ein paar Zäune noch übrig. Die sind ja, genau, so weit reicht es dann. Yay! Das ist ja sehr weit. Aber gut. Besser als ja nichts. Und in der Variante 2.0 von diesem Experiment hier, was wir gerade durchführen, wird es dann auch einen Autokollektor geben. Den baue ich dann auch hier noch daneben. Aber dafür fehlen uns halt Pistons, Redstone und alles mögliche andere. Gut, man könnte es jetzt auch ohne Pistons machen, aber ohne Pistons ist irgendwie blöd. Ne? Man will da ja inzwischen, seit es die Viecher gibt, auch einen Knopf drücken und nicht einfach irgendwo irgendwo dann rumlatschen und zusehen, dass man dann da einen Klotz Erde wegnimmt oder so. Das ist ja auch langweilig geworden. Auf Dauer, muss ich sagen. Also man will das nicht mehr so machen. Man will das eher so machen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Man möchte eher so fast automatisch das schon mal haben, dann ist man schon mal ganz zufrieden. Aber zufriedener wäre ich, wenn dieser Erdhügel hier noch etwas kleiner wäre. Deswegen sorge ich gerade mal dafür, dass meine Zufriedenheit auch sich nochmal steigert. Ich könnte mir auch eine neue Schippe machen. Wäre irgendwie sinnvoller. Oh, nichts hier liegen lassen. So, komm mit. Komm mit, mein Dirt. So. Ja. Und wir brauchen ja eigentlich auch genau diese, ja, diese vier. Also machen wir sie mal. Haben wir leider keine Stickies mehr, aber wir müssen ja eh jetzt unsere Baumfarm auch noch anlegen. Mit den Bäumen der Region, also Dschungelbäume werden wir hier nicht wachsen lassen, weil die fällen sich einfach so asslich. Das ist halt, hat halt eher was von Free Climbing, wenn man die fällen möchte. Werden dann eher so auf Birken setzen und anderes Gehölz, was nicht ganz so groß wird. Es ist nicht so, dass wir dieses Dschungelbiom und die Dschungelbäume nicht mögen würden. Ganz im Gegenteil, wir mögen sie. Aber wir mögen sie leider etwas zu sehr. Da ist das Baumschmuserherz schlägt höher. Beziehungsweise einfach der pure Pragmatismus. Das ist ja. Das muss man ja auch eher in wirtschaftlichen Zusammenhängen hier sehen. Die Wirtschaftlichkeit der kleinen Bäume ist definitiv höher. Weil der Aufwand, sie zu fällen und sie zu Holz zu verarbeiten, ist dann doch so gering, dass man ihn gerne in Kauf nimmt. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schön Platz gemacht. Noch mal ein Stück Berg mehr weg. Ach ja, und hier wächst es schon schön. Aber wir könnten ja schon mal anfangen, hier ein bisschen Licht noch zu machen. Besten. Jedenfalls heute. Ja, so ist es ganz gut. Zwei, drei. Zwei. Ups. Eins, zwei, ja, zwei und einer. Einer und zwei. Einer und zwei, ja. So. Damit es hier auch in der Dunkelheit ein wenig weiter wächst. Es fehlt ja immer noch das Portal, es fehlt immer noch Glowstone. Es fehlt noch so viel zu unserem Minecraft-Glück. Zur endgültigen Minecraft-Glückseligkeit. Ist das noch ein weiter Weg? Aber ja,
Wir sind ja quasi jetzt auch erst angekommen. Der Playlist-Counter zeigt wahrscheinlich jetzt sowas um die 8 Stunden, die wir hier gerade unterwegs sind. Und für 8 Stunden ist unsere Leistung gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Also immerhin, wir haben eine fast funktionierende Landwirtschaft schon aufgebaut. Hier entsteht der nächste Teil. Das kann hier eigentlich so stehen bleiben. Das ist eigentlich ganz nett so. Ja, und wir brauchen noch Holz. Holz brauchen wir auf jeden Fall noch. Hier ist alles Jungle-Biom. Ach nein, da ist keins. Warte mal. Gehen wir da mal rüber. Ja, da mal rüber heißt da mal runter. Ach, ist das toll. Ja. Danke. Danke dafür, dass ich hier runterfallen durfte. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt hier nicht runtergefallen wäre. So. Wahrscheinlich wäre ich einfach ins Wasser geplumpst. Aber gut. Pitsch, platsch, alles nass. Und wir kriegen unser Holz. Die Ressource, die wir jetzt wirklich brauchen. Was jetzt natürlich auch ein bisschen toll ist und ein bisschen scheiße zugleich ist, dass die verschiedenen Holzsorten hier... Na, toll. Auch verschiedenes Bretterwerk, also verschiedene Bretter nach sich ziehen. Das ist echt total toll, was die Möglichkeiten steigert, aber für uns jetzt am Anfang eher hinderlich. Weil wir ja nicht so leicht auf gleiche Holzfarben wiederkommen. Aber es wird schon wieder Nacht, es wird schon wieder dunkel. Und ich werde schon wieder hier von unsichtbaren Kräften von rechts nach links bewegt. Aber gut, da müssen wir durch. So. Machen wir hier nochmal weg. Machen wir hier nochmal eine Fackel hin. Und auf dem Weg zurück zu uns. Rand des Dschungels entlang den alten Weg quasi gehen. Ja. Ach ja. Aber ich glaube, die Melonenpflanze hat sie irgendwie hinter sich, ne? Das ist... Ach, deswegen hat sie es hinter sich. Jetzt sehe ich das erst. Ach nee, das ist ja eigentlich... Das ist eigentlich ja der Melone vollkommen egal, ne? Den Kürbis ist das hier vollkommen egal. Aber ich mache das nochmal. Vielleicht durch ein bisschen Auflockern des Bodens. Vielleicht wird es dann wieder besser. So. Ja, auf jeden Fall haben wir jede Menge Dirt mit nach Hause gebracht. Das ist, also allein dafür hat sich's doch schon mal fast gelohnt. Cobblestone können wir jetzt gar nicht so viel, upsi, mitgebracht haben, weil wir ja gar nicht so viel Cobblestone bei uns hatten. Ne? Ja, wir haben ja keinen neuen Cobblestone gemacht. Aber ich mache mir jetzt erstmal was anderes, und zwar mache ich schon mal wieder Stickies, Holzstöckchen, die wir dann wieder benutzen werden, um uns neues Werkzeug zu generieren. Und Zäune natürlich. Deswegen jetzt auch gleich mal... Ei, verdammte Scheiße! Alter! Hat der mich jetzt eiskalt erwischt, ey! Wow. Holla, die Waldfee, ey. Mann. So. Aber ja, er war effektiv, wie man sieht. Hat er dann fast alles hier kaputt gekriegt, was man kaputt kriegen wollte an der Stelle. Ah, mein Gott. Ja, jetzt komplett neben der Spur. Aber irgendwann anwischen sein, ne? Aber immerhin, ich bin nicht gestorben. Also ich bin zwar auf dem besten Weg dahin, aber ich bin noch nicht tot. Das ist schon mal ganz okay.
So. Aber auch wirklich genau hinter dieser blöden Stahltür, ey. Mann. So, jetzt gehen wir erstmal darum rein. Weil wir brauchen ja wieder einen... Oh mein Gott, ein Button. Wie war denn jetzt ein Button? Ach nein, der war... Ein Button besteht aus Clearstone. Und Clearstone ist bei uns in der Clearstone-Kiste. So. Ja, genau. So. Genau, ein Knopf. Ein Knopf für die Tür. So, ja, das geht schon mal wieder. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glas, um das Fenster wieder zu reparieren. Und apropos reparieren, wir sollten uns mal reparieren. Das möglichst schnell, bevor der nächste Creeper hier gleich in die Ecke geschissen kommt. Puh. Also ich habe immer noch so ein bisschen Adrenalin. Aber ja. So viel konnte er jetzt auch nicht kaputt machen, weil hier war... Oh ja, die Melonenkerne. Die können wir gleich neu einsetzen. Immerhin hat sie nicht kaputt gekriegt. Naja. Der Kürbis wächst wieder. Das heißt... Eigentlich, ja, eigentlich sollten wir das jetzt gleich tun. Naja, gleich. Na, machen wir später. Machen wir alles später. So. Ist mal wieder weggelegt. So. Kerne, weil die werden wir dann hinten anbauen. Und da hakte es wieder. Also irgendwas ist hier komisch. Ja. Verdammte Axt, ey. Gleichen Creeper, der neben der Tür steht. Ich weiß nicht, ich werde es dann nachher mir im Video nochmal angucken können, ob man es sehen konnte. Aber ich sehe auch gerade, wie die letzte Minute des heutigen Casts, also des heutigen Let's Plays, ist angebrochen. Weil das Album von Felix JD namens... Na, wer hat aufgepasst? I Love House. Oder You Love House. Mein Gott, ich hab's schon wieder verbaselt. Auf jeden Fall, die letzte Minute eben dieses Albums ist angebrochen. Und weil die letzte Minute angebrochen ist, soll es das auch für uns gewesen sein. Erstmal, vorerst und zwischendurch. So, wir machen das jetzt erstmal so. Dass wir noch ein bisschen hier noch weiter vorantreiben, unser Projekt. Ziehen wir hier nochmal ein Zäunchen. Ja, das ist doch schön. So, das war der letzte Track. Das war der erste Eingang. Und da drüben mache ich nochmal was. Der erste Track war ja auch ganz schön. Den können wir jetzt nochmal zum Teil nochmal hören. Die fünf Fackeln, die wir hier noch haben, da fackeln wir auch nicht lange. Naja. Also auf jeden Fall machen wir hier nochmal ein bisschen Licht, damit das alles hier noch besser wächst. So, eine haben wir noch, die packen wir vorne noch in die Mitte. Hier das Lichtniveau insgesamt ein wenig hochhalten zu können. Hier ist die Mitte. So. Weil Kohle haben wir gerade nicht dabei, aber ja, die brauchen wir auch nicht wirklich, ne? Wir kriegen es auch ohne Kohle hin. Aber nicht ohne Melonen und deswegen
Da wir ja freundlicherweise auch keinen Eimer mehr bei haben, werden wir das jetzt hier einfach mal machen. Um unseren unendlichen Brunnen herum pflanzen wir sie einfach mal an, die Melonenkerne. In der Hoffnung, viele Melonen zu haben. Und das gleich. So. Ja. Haben das Feld nicht zerstört. Sehr schön. Ja, das ist doch schön. Bis auf vier Kerne haben wir alles hier jetzt untergebracht in unserem endlichen Brunnen. Hier sieht es auch ganz gut aus. Es wächst und gedeiht. Können wir bald ernten und uns mehr Viecher einfangen. Aber für mehr Viecher brauchen wir auch mehr. Einfach mehr von allem. Nein. Also vor allem mehr. Ach, ein Schaf. Ich habe den Faden verloren. Das merkt man irgendwie gar nicht, ne? Was brauchen wir? Wir brauchen mehr Setzlinge. Wir brauchen mehr Holz. Ha, jetzt haben wir es. Huh, ein Huh. Hilfe, ein Huh. Und die hätte ich ja gerne hier jetzt gerade eingesammelt, aber hier sind ja keine mehr. Das ist jetzt auch irgendwie so ein Loch. Nur nochmal ein Huhn. Naja, Felmer. Ach, da ist ein Creeper. Wie ich euch hasse. Mistviecher hier. So. Ich hoffe, er hat mich nicht entdeckt. Drei, vier. Oh mein Gott. Pfeil und Bogen wäre mal ganz toll. Mal mehr Strings sammeln. Dass wir hier Pfeil und Bogen haben können. So, auf jeden Fall neben dem Holz, was jetzt auch schon richtig wichtig ist für das, was wir vorhaben, sammeln wir jetzt auch noch jede Menge Setzlinge ein. Setzlinge heißt, wir können unsere Baumfarmen dann demnächst bauen. Baum vielleicht auch, aber Baum dann erst nach dem Bauen der Baumfarm. Ja. So einfach ist das manchmal im Leben. Manchmal ist es auch so kompliziert, wie ich es versuche auszudrücken, aber meistens ist es so einfach. Deswegen hier an dieser Stelle noch ein Baum gefällt. Weil irgendwie haben wir gerade so einen Lauf. Also ich meine, Creeper hat uns nicht umgebracht, also was sollen wir denn jetzt hier schon wieder aufhören? Das wäre auch scheiße, ne? Also machen wir hier einfach noch ein bisschen weiter. Es wird schon wieder duster. Ich könnte jetzt auch Edward mit den Scherenhänden spielen und diese ganzen Blätter hier einsammeln, aber ich will ja sitzen. Ich will ja neue Bäume. Keine alten. Aber alte Bäume stehen ja hier schon genug rum. Ne? Und da ist der gute Lohn. Wollen wir versuchen, den noch mitzunehmen? Das letzte grandiose Tat des Tages. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wo ist der Baum Ozelot hin? Ah, da hinten ist er. Ah, ich glaube, es ist keine gute Idee. Klettern hier einfach mal runter und laufen wieder zurück zu unserem Haus, weil es ist jetzt mir echt schon zu dunkel und ich habe keinen Bock auf weitere Creeper. Der eine hat's rausgerissen, ne? Das war jetzt das Highlight des Tages, würde ich mal sagen. Von daher beenden wir die Sache auch an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf Kommentare, die mir zum Beispiel erklären, wie ich diese Teichrosenblätter selber züchte oder andere Sachen. Und bis dahin bleibe ich, wie ich bin, ihr auch, wie ihr seid, und wir gucken weiter gemeinsam in die Glotze bei Minecraft. Bis dann, bye bye.